Grüß Gott und hallo, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Beterinnen und Beter. Herzlich willkommen zu unserem Rosenkranz am Mittwochabend. Ja, und wir beginnen mit dem Lied Gott hat dich von Ewigkeit her. Herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Rosenkranz. Wir haben gestern das Fest Maria Königin, die Krönung Mariens, gefeiert und deshalb beten wir heute den Rosenkranz zur Braut des Heiligen Geistes. Wir betrachten in diesem Rosenkranz die Wirkungen des Heiligen Geistes im Leben Mariens. Sie ist ja die Tochter des Vaters, die Mutter des Sohnes und die Braut des Heiligen Geistes. Eine große Verehrerin unserer wunderbaren Mutter war auch die heilige Edith Stein. Vor einigen Tagen durften wir ihr Fest feiern. Sie wurde ja zur Patronin Europas erhoben und hat ihren Glauben, nachdem sie katholisch geworden ist, mit feuriger Liebe und Hingabe gelebt. Sie verehrte die Gottesmutter und sie betete den Herrn an im heiligsten Sakrament als ihren geliebten Bräutigam. Sie sagte einmal, der Herr ist im Tabernakel gegenwärtig, mit Gottheit und Menschheit. Er ist da, nicht seinetwegen, sondern unseretwegen, weil es seine Freude ist, bei den Menschen zu sein. Und weil er weiß, dass wir, wie wir nun einmal sind,
seine persönliche Nähe brauchen. Die Konsequenz ist für jeden natürlich Denkenden und Fühlenden, dass er sich hingezogen fühlt und dort so oft und so lange er darf, lieben und bleiben darf. Lieben wir es, beim Herrn zu sein. Da können wir alles mit ihm bereden, unsere Fragen, unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Freuden, unsere Dankbarkeit und Enttäuschungen, unsere Bitten und Hoffnungen. Da können wir es ihm auch immer wieder sagen: Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Herr, hilf mir, ein guter Arbeiter in deinem Weinberg zu sein. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Ja, wir wollen wieder alles einschließen, was ihr im Herzen tragt. Der Live-Chat ist eingeschaltet. Auch dort kann man Anliegen hinterlegen. Und auch die uns geschrieben haben, wollen wir mit einschließen in unser Gebet. Wir beten besonders für eine Freundin, die große Angstzustände hat und eine starke Wesensveränderung. Eine Mitbeterin sucht eine Freundschaft, um den Glauben gemeinsam leben zu können. Eine 95-jährige Witwe trauert um ihren Mann und kommt nicht über den Verlust hinweg. Mein Neffe, schreibt ein Priester, der seit 18 Jahren nach einem schweren Verkehrsunfall komplett querschnittsgelähmt war und große Schmerzen hatte, hat sich heute Nacht das Leben genommen. O Herr, gib dem Roman die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihm. Herr, lass ihn ruhen in Frieden. Amen. Für eine Tante, die im Sterben liegt. Ich bitte so sehr um Gebet für einen Verwandten. Ihm geschieht zurzeit großes Unrecht. Es ist, als wäre das Böse auf ihn gerichtet. Ich bitte um euer Gebet für eine Gebetsfreundin, eine Mutter von zwei Kindern. Sie hat zwei Tumore. Beten wir für unsere Tante Mila, sie ist 97 und liegt im Sterben. Wir bitten um Gebet für eine Frau mit metastasierenden Krebs. Herr, lindere die Belastungen ihrer Behandlung und stärke ihr Vertrauen. Wir beten für eine Messnerin, die mit schweren Gewissensentscheidungen zu kämpfen hat. Heiliger Josef, steh ihr bei und führe sie. Und dann beten wir für eine treue Mitbeterin, die heute Geburtstag hat, für ihre ganze Familie und alle ihre Anliegen. Und bestürmen die Gottesmutter, so wie du, Maria. Ja, wir wollen auch eine Wallfahrtsgruppe noch mit ins Gebet einschließen. Demnächst ist ja Pater Anthony wieder unterwegs nach Medjugorje. Und es ist auch wichtig, dass wir hier beten, dass hier alles, dass sie gut ankommen, dass alles gut vonstatten geht und dass vielleicht auch gute Gespräche, geistige Gespräche entstehen, Bekehrungen, was alles vonnöten ist, wenn man eben nach Medjugorje fährt. Und wer auf einer solchen Wallfahrt schon dabei war, der weiß, da geht es manchmal richtig rund, vorher, nachher, mittendrin. Und deshalb wollen wir auch hier für diese Wallfahrt beten, um Stärkung, um Geduld für alle, die auch daran beteiligt sind, auch für die Organisatoren, für das gesamte Team. Und jetzt singen wir gemeinsam, so wie du, Maria, wollen wir ja wirklich so wie die Gottesmutter uns ausrichten auf Jesus, auf unseren geliebten Erlöser, aber auch auf unseren himmlischen Vater. So wie du, Maria, und ganz eins mit dir, hilf mir, Gott zu lieben und den Nächsten hier. Hilf mir, Gott zu lieben und den Nächsten hier. Dank sei dir, Maria, Mutter mit Erlöserin, eins mit Jesus, eins mit Jesus.
unsere Königin. Eins mit Jesus, eins mit Jesus, unsere Königin. Lob und Preis, dir Vater, dir Gott, Sohn und Heiliger Geist. Denn der Weg Mariens, uns gen Himmel weist. Denn der Weg Mariens, uns gen Himmel weist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Komm, o Geist der Heiligkeit, aus des Himmels Herrlichkeit, sende deines Lichtes Strahl, Vater aller Armen du, aller Herzen Licht und Ruh, komm mit deiner Gabenzahl, Tröster in Verlassenheit, Labsal voll der Lieblichkeit, komm, o süßer Seelenfreund, in Ermüdung schenke Ruh, in der Glut hauch Kühlung zu, tröste den, der Tränen weint, o du Licht der Seligkeit, mach dir unser Herz bereit,
dring in unsere Seelen ein. Ohne deinen Gnadenschein steht der arme Mensch allein, kann nicht gut und sicher sein. Wasche, was beflecket ist, heile, was verwundet ist, tränke, was da dürre steht, beuge, was verhärtet ist, wärme, was erkaltet ist, lenke, was da irre geht. Heiliger Geist, wir bitten dich, gib uns allen gnädiglich deiner sieben Gaben Kraft. Gib Verdienst in dieser Zeit und dereinst die Seligkeit nach vollbrachter Wanderschaft. Amen. Halleluja. Das erste Gesetz, Maria Verkündigung. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Worte und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit König sein, und sein Königtum wird kein Ende haben. Maria sagte aber zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird auf dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat, denn kein Wort von Gott wird kraftlos sein. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Da der ewige Vater dich als Braut des Heiligen Geistes auserkor. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Da der ewige Vater dich als Braut des Heiligen Geistes auserkor. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Da der ewige Vater dich als Braut des Heiligen Geistes auserkor. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Da der ewige Vater dich als Braut des Heiligen Geistes auserkor. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da der ewige Vater dich als Braut des Heiligen Geistes auserkor. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da der ewige Vater dich als Braut des Heiligen Geistes auserkor. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da der ewige Vater dich als Braut des Heiligen Geistes auserkor. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, durch die mächtige Fürsprache Mariens. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, durch die mächtige Fürsprache Mariens. Das zweite Gesetz. Maria sprach: Mir geschehe nach deinem Wort. Maria aber sagte: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel ging von ihr weg. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes dich mit deinem Ja Gott anvermähltest. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes dich mit deinem Ja Gott anvermähltest. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes dich mit deinem Ja Gott anvermähltest. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes dich mit deinem Ja Gott anvermähltest. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes dich mit deinem Ja Gott anvermähltest. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes dich mit deinem Ja Gott anvermeldest. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Komm, Heilige Geist, komm, Heilige Geist, durch die mächtige Fürsprache Mariens. Komm, Heilige Geist, komm, Heilige Geist, durch die mächtige Fürsprache Mariens. Das dritte Gesetz, Maria Heimsuchung. Maria stand auf und ging in diesen Tagen mit Eile in das Bergland, in eine Stadt Judas. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als der Klang deines Grußes in meine Ohren kam, hüpfte das Kind in Jubel in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes den Herrn und die Worte Elisabeths in dir trugst. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes den Herrn und die Worte Elisabeths in dir trugst. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes den Herrn und die Worte Elisabeths in dir trugst. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes den Herrn und die Worte Elisabeths in dir trugst. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes den Herrn und die Worte Elisabeths in dir trugst. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes
den Herrn und die Worte Elisabeths in dir trugst. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes den Herrn und die Worte Elisabeths in dir trugst. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Komm, Heilige Geist, komm, Heilige Geist, durch die mächtige Fürsprache Mariens. Komm, Heilige Geist, komm, Heilige Geist, durch die mächtige Fürsprache Mariens. Das vierte Gesetz, Geburt Jesu und Gesang der Engel. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus eine Verordnung, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies war die erste Einschreibung. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Hause und Geschlechte Davids, um sich eintragen zu lassen mit Maria, seiner Vermählten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lebten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache über ihre Herde. Ein Engel des Herrn stellte sich zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Sie gerieten in eine große Furcht. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute wurde euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und dies ist für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Herrlichkeit sei Gott in der Höhe, und auf Erden sei Frieden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das der Herr uns kundgetan hat. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Et verbum caro factum est. Et verbum
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Da du als Braut des Heiligen Geistes alle Widerstände überwunden und dir nach der Geburt des Herrn der glorreiche Gesang der Engel durch die Hirten verkündet wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Da du als Braut des Heiligen Geistes alle Widerstände überwunden und dir nach der Geburt des Herrn der glorreiche Gesang der Engel durch die Hirten verkündet wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Da du als Braut des Heiligen Geistes alle Widerstände überwunden und dir nach der Geburt des Herrn der glorreiche Gesang der Engel durch die Hirten verkündet wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Da du als Braut des Heiligen Geistes alle Widerstände überwunden und dir nach der Geburt des Herrn der glorreiche Gesang der Engel durch die Hirten verkündet wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Da du als Braut des Heiligen Geistes alle Widerstände überwunden und dir nach der Geburt des Herrn der glorreiche Gesang der Engel durch die Hirten verkündet wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Da du als Braut des Heiligen Geistes alle Widerstände überwunden und dir nach der Geburt des Herrn der glorreiche Gesang der Engel durch die Hirten verkündet wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Da du als Braut des Heiligen Geistes alle Widerstände überwunden und dir nach der Geburt des Herrn der glorreiche Gesang der Engel durch die Hirten verkündet wurde.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, durch die mächtige Fürsprache Mariens. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, durch die mächtige Fürsprache Mariens. Besuch der heiligen drei Könige und Weissagung des Simeon. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Weise aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie sagten zu ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so hat es der Prophet geschrieben: Du Bethlehem im Lande Juda, bist keineswegs die kleinste unter den Fürstenstädten von Juda. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich genau, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht genau, wo das Kind ist. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich komme und es anbete. Nachdem sie den König gehört hatten, brachen sie auf, und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Sie öffneten ihre Schätze und brachten ihm Geschenke dar: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gott wies sie im Traum an, nicht zu Herodes zurückzukehren. So kehrten sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Als die Tage der Reinigung nach dem Gesetz des Mose beendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen. Denn so steht es im Gesetz des Herrn geschrieben: Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht werden. Auch wollten sie ihre Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt: ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm geweissagt worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt, und nachdem die Eltern das Jesuskind hereingebracht hatten, um mit ihm zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Jetzt entlässt du, Herr, nach deinem Wort deinen Diener in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und Verherrlichung deines Volkes Israel. Sein Pflegevater und seine Mutter wunderten sich über das,
was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. So werden die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes die Anbetung der drei Weisen und die Weissagung des Simeon in deinem Herzen bewahrtest. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes die Anbetung der drei Weisen und die Weissagung des Simeon in deinem Herzen bewahrtest. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes die Anbetung der drei Weisen und die Weissagung des Simeon in deinem Herzen bewahrtest. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes die Anbetung der drei Weisen und die Weissagung des Simeon in deinem Herzen bewahrtest. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes die Anbetung der drei Weisen und die Weissagung des Simeon in deinem Herzen bewahrtest. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes die Anbetung der drei Weisen und die Weissagung des Simeon in deinem Herzen bewahrtest. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes die Anbetung der drei Weisen und die Weissagung des Simeon in deinem Herzen bewahrtest. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, durch die mächtige Fürsprache Mariens. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, durch die mächtige Fürsprache Mariens.
Das sechste Gesetz, Maria unter dem Kreuz. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Kleophas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zum Jünger, siehe, deine Mutter. Und ab jener Stunde nahm der Jünger sie in sein Haus. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht ist, sagte er, damit die Schrift erfüllt werde, ich habe Durst. Ein Gefäß voll mit Essig stand da. Sie steckten einen mit dem Essig vollgefüllten Schwamm auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes unter dem vom kostbaren Blute getränkten Kreuz deines Sohnes standest und das Schwert des Leidens tief deine Seele und dein Herz durchdrang. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes unter dem vom kostbaren Blute getränkten Kreuz deines Sohnes standest und das Schwert des Leidens tief deine Seele und dein Herz durchdrang. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes unter dem vom kostbaren Blute getränkten Kreuz deines Sohnes standest und das Schwert des Leidens tief deine Seele und dein Herz durchdrang. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes unter dem vom kostbaren Blute getränkten Kreuz deines Sohnes standest und das Schwert des Leidens tief deine Seele und dein Herz durchdrang. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes unter dem vom kostbaren Blute getränkten Kreuz deines Sohnes standest und das Schwert des Leidens tief deine Seele und dein Herz durchdrang. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes unter dem vom kostbaren Blute getränkten Kreuz deines Sohnes standest und das Schwert des Leidens tief deine Seele
und dein Herz durchdrang. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes unter dem vom kostbaren Blute getränkten Kreuz deines Sohnes standest und das Schwert des Leidens tief deine Seele und dein Herz durchdrang. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Komm, Heilige Geist, komm, Heilige Geist, durch die mächtige Fürsprache Mariens. Komm, Heilige Geist, komm, Heilige Geist, durch die mächtige Fürsprache Mariens. Siebtes Gesetz, Maria im Abendmahlsaal. Dann kehrten sie vom Ölberg, der nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, stiegen sie in das Obergemach hinauf, wo sie sich aufhielten. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Vettern. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen sich zerteilende Zungen wie von Feuer. Auf jeden von ihnen setzte sich eine. Alle wurden mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es ihnen der Geist eingab, so zu sprechen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes vollkommen dem ewigen Vater gedient hast und die Getreuen Jesu nicht verlässt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes vollkommen dem ewigen Vater gedient hast und die Getreuen Jesu nicht verlässt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes vollkommen dem ewigen Vater gedient hast und die Getreuen Jesu nicht verlässt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, da du als Braut des Heiligen Geistes vollkommen dem ewigen Vater gedient hast und die Getreuen Jesu nicht verlässt.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Da du als Braut des Heiligen Geistes vollkommen dem ewigen Vater gedient hast und die Getreuen Jesu nicht verlässt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Da du als Braut des Heiligen Geistes vollkommen dem ewigen Vater gedient hast und die Getreuen Jesu nicht verlässt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Da du als Braut des Heiligen Geistes vollkommen dem ewigen Vater gedient hast und die Getreuen Jesu nicht verlässt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Komm, Heilige Geist, durch die mächtige Fürsprache Mariens. Komm, Heilige Geist, durch die mächtige Fürsprache Mariens. Der Heilige Geist offenbarte diesen Rosenkranz in Sivernich am Pfingstmontag, dem 1. Juni 2020. Mit diesem Rosenkranz betrachtest du das Leben meiner Braut auf Erden und mein Wirken. Mariens Fürsorge und Liebe enden nie. Und in den Tagen eurer Not will ich unter euch weilen und euer Beistand sein. Ja, das letzte Geheimnis ist sehr ergreifend, wenn es heißt, du Braut des Heiligen Geistes, die du vollkommen dem ewigen Vater gedient hast und die Getreuen Jesu nicht verlässt. Die Gottesmutter verlässt uns nicht, und umso größer die Not, umso intensiver die Hilfe unserer Mutter. Vertrauen wir auf unsere Mutter und Königin, der Braut des Heiligen Geistes. Wenn wir in die Geschichte schauen, so sehen wir, umso größer die Not, umso auffälliger auch die Hilfe der Gottesmutter. Sind wir dankbar, dass wir so einen Glauben haben dürfen, dass wir die Sakramente empfangen dürfen und dass wir eine Mutter haben, die uns versucht, immer näher zu ihrem Sohn, zu unserem Herrn Jesus Christus zu führen. Jetzt wollen wir beten für unseren Papst Franziskus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir erneuern unsere Weihe an unsere himmlische Mutter. O meine Gebieterin, o meine Mutter, dir bringe ich mich ganz dar, und um dir meine Hingabe zu bezeigen, weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und gar. Weil ich also dir gehöre, o gute Mutter, bewahre mich, beschütze mich als dein Gut und Eigentum. Amen. Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde. Lass den Heiligen Geist wohnen in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker, die selige Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Amen. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe gegen die Bosheit und die Nachstellungen des Teufels. Sei du unser Schutz. Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich. Du aber, Fürst der himmlischen Herrscharen, stürze den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen in der Welt umherschleichen, durch die Kraft Gottes hinab in die Hölle. Amen. Wir bitten wieder alle Priester, die jetzt mit uns gebetet haben, um den priesterlichen Segen für unsere ganze Gebetsgruppe, für unsere Familien, besonders für unsere Kranken. So segne uns auf die Fürsprache der Königin des Himmels und der Erde, unserer wunderbaren Mutter, der allmächtige und barmherzige Herr. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindeli. Uns allen deinen Segen gib. Amen. Patronin voller Güte. Uns alle Zeit behüte. Ja, übermorgen ist wieder der 25. Gebetswache in Sievernich. Wer nicht nach Sievernich kommen kann, es gibt wieder einen Livestream. Wenn ihr unseren Telegram-Kanal abonniert habt, dort setze ich auch immer den Livestream rein. Dann braucht man nur anklicken und kann dabei sein. Unter diesem Video ist der Link für unseren Telegram-Kanal. Einfach anklicken und anonym anmelden. Dann bekommt ihr auch immer alle Videos oder Livestreams, die wir dort reinsetzen. Auch unseren YouTube-Kanal könnt ihr abonnieren. Nicht vergessen, durch das Abonnieren wird der Kanal weiter verbreitet und poppt auch bei verschiedenen Suchanfragen auf. Also es geht nicht um uns, sondern um die Gottesmutter, um den Rosenkranz. Abonniert diesen Kanal, es ist kostenfrei, anonym, aber nicht umsonst. Ja, und ich sage wieder Dankeschön fürs Mitbeten, fürs Einschalten, für die Treue. Halten wir zusammen, bleiben wir dran. Ja, die Zeit braucht das Gebet. Wir müssen uns immer wieder vielleicht auch ermuntern, ermutigen und auch vielleicht daran erinnern. Es ist nicht immer einfach. Gerade jetzt, wo wieder so vieles möglich ist. In der Zeit von Corona, da hat man nicht viel Möglichkeiten und dann treibt einen ein bisschen die Angst auch um und dann denkt man, naja, vielleicht sollte man wieder beten. Ja, vielleicht sollte man vorher schon beten, bevor der Karren noch tiefer im Dreck drinnen sitzt. Also auch wenn es um irgendwelche Entscheidungen im Leben geht, dass man nicht erst dann betet, wenn alles schon schief hängt, sondern auch vorher. Ja, es ist auch immer wieder festzustellen, dass auch die Gebetsanliegen, ja, dass die erhört werden. Sicherlich beten wir auch frei. Wir beten bei jedem Vater unser, dein Wille geschehe. Wir wissen nie, was Gott mit der jeweiligen Seele vorhat, warum, wieso,
warum dass das Umfeld vielleicht auch manches vielleicht durchleben muss, warum Gott manches auch zulässt. Wir verstehen es nicht, wir können es auch nicht immer erklären, aber die Gottesmutter hat auch nicht gefragt, warum, wieso. Sie hat geglaubt, wie heißt es so schön, sie bewahrte es in ihrem Herzen. Ja, sie dachte darüber nach und bewahrte es in ihrem Herzen. Wollen wir sie als Vorbild auch im Gebet nehmen? Wollen wir auch sie als Vorbild und auch immer wieder bestürmen, dass sie uns die Kraft gibt, die Stärke gibt, auch das Vertrauen gibt, dass alle Ängste fliehen und dass wir auf Gott vertrauen, dass wir ihn lobpreisen, so als wenn unsere Gebete bereits erhört werden. Und wir müssen auch immer wieder uns daran erinnern, nach der Kreuzigung kam die Auferstehung und vorher war auch der Kreuzweg. Und es gibt in unserem Leben immer diese Kreuzwege, die wir oftmals hart durchleben müssen. Der eine mehr, der andere weniger. Und trotzdem schauen wir durchs Kreuz hindurch, denn das Kreuz ist Heil, bringt das Heil. Und das ist die frohe Botschaft, was Jesus uns auch verkündet hat, dass es auch einen Himmel gibt, dass es einen liebenden Vater gibt. Er hat es uns vorgemacht. Er ruft uns auch immer wieder auf zur Barmherzigkeit, dass wir nicht nachtragend sind. Und all diese Dinge, das sind wir gefordert, daran zu arbeiten. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Aber auch das ist die frohe Botschaft, dass wir jeden Tag immer wieder neu aufstehen dürfen, zu ihm gehen dürfen und auch um Verzeihung bitten können und dürfen. Und er ist allzeit barmherzig, wenn wir reumütig sind. Und jetzt sage ich Dankeschön, auf Wiederschauen, bis zum nächsten Mal, wenn Gott so will, am kommenden Sonntag. Und jetzt kommt noch das Krönungslied von Fatima. Auf Wiederschauen. Ade. Wir preisen
Servus für Gott und auf Wiederschauen, Ihre, eure Brigitte Träger und euer Siegfried. Macht es gut, für Gott.